Hallo Leute, heute geht es um ein Thema, das bereits in wenigen Jahren einen unvorstellbaren Einfluss auf das Leben eines jeden von uns haben könnte. Bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst, um keine Videos mehr zu verpassen. Und los geht's! Ein ewiges Leben. Einst noch ein fernwirkender Traum. In der heutigen Zeit, dank bahnbrechender Technologien wie CRISPR, vielleicht schon bald Realität? Wie wäre es wohl, nie zu sterben und so lange leben zu können, wie man will? Aufregend? Anstrengend? Begehrenswert oder doch eher deprimierend? Hätte unser Leben überhaupt noch einen Wert, wenn es nicht endlich ist, sondern endlos voranschreitet, bis wir möglicherweise selbst zu viel davon haben und es sogar beenden wollen? Ein paar wirklich interessante Fragen, welche wir uns möglicherweise bald schon selbst beantworten können oder sogar müssen. Denn mit dem rasanten Fortschritt unterschiedlichster Technologien, wie etwa der Gentechnik, wirkt es so, als ob ewiges Leben in greifbarer Reichweite ist. Das wäre auch gar nicht so abwegig und in der Tat der natürliche Lauf der Geschichte. Bereits heutzutage schafft die Menschheit es, den Tod hinauszuzögern. Das ist natürlich der modernen Medizin zu verdanken, welche bei vielen Erkrankungen, die früher nahezu immer tödlich waren, Lösungen parat hat. Denn der Tod an sich stellt für viele Wissenschaftler und Technologen keine Tatsache dar, die nicht geändert werden kann, sondern vielmehr eine Herausforderung, bei der es nur eine Frage der Zeit ist, bis eine technologische Lösung entwickelt wird. Das Konzept, welches dem zugrunde liegt, ist jenes des sogenannten Transhumanismus. Das Ziel des Transhumanismus ist es, Menschen und technologische Errungenschaften zu kombinieren und auf diese Art und Weise ewiges Leben zu erreichen. Das wird zurzeit mit unterschiedlichsten Ansätzen versucht. Führend ist unter anderem das von Google gegründete Unternehmen Caligo. Dieses arbeitet derzeit bereits akribisch daran, Lösungen für das Verhindern des Alterungsprozesses des Menschen zu finden. So etwa mit intensiver Forschung im Bereich Gentechnologie. Hierbei wird direkt in die DNA des Menschen eingegriffen und versucht, diese dahingehend zu verändern, dass unser menschlicher Körper von selbst, also ohne Fusion mit Maschinen, länger überlebensfähig bleibt. In dem Bereich gibt es heutzutage bereits einige ambitionierte Projekte. Eines davon, welches unter der Bezeichnung CRISPR bekannt wurde, ist in der Lage, DNA-Bausteine im Erbgut nach Wunsch zu modifizieren. Diese Methode entstammt der Molekularbiologie und ermöglicht die zielgenaue Verbesserung von DNA-Strängen im menschlichen Organismus. Mit CRISPR können Gene beliebig eingefügt, entfernt oder auch einfach unschädlich gemacht werden. CRISPR wurde von der Wissenschaftszeitschrift Science unter anderem zur wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckung des Jahres 2015 gekürt. Bereits heute sind wir also schon in der Lage, Gene effektiv zu manipulieren. Wissenschaftlern gelang es mit der CRISPR-Technologie in den vergangenen Jahren unglaubliche Ergebnisse zu erzielen. So schafften sie es beispielsweise, blinden Ratten durch Genmanipulation ihre Sehkraft zurückzugeben. Laut einigen Experten auf diesem Gebiet kann die Unsterblichkeit des Menschen bereits im nächsten Jahrhundert erreicht werden. Es kommen also einige schwierige Fragen auf uns zu. Dürfen wir aus moralischer Sicht überhaupt Gott spielen und so massiv in die Natur eingreifen? Ist es tatsächlich anzustreben, für immer auf dieser Welt zu sein? Mit all ihren Freuden, Überraschungen und schönen Momenten, aber auch traurigen Ereignissen, Anschlägen, Kriegen und anderen Grausamkeiten? Diese Frage kann wohl jeder nur für sich beantworten. Sicher ist jedenfalls, dass Unsterblichkeit die weltweiten Differenzen weiterhin antreiben wird. Denn gerade zu Beginn werden es sich nur wenige Menschen leisten können. Eine bedenkliche Zukunftsperspektive zum Thema Unsterblichkeit bietet etwa die Serie Altered Carbon. In dieser können die Menschen ihr gesamtes Bewusstsein auf ein Speichermedium laden, um es in einen neuen Körper zu transferieren.
Ob es wirklich so wäre, ewig zu leben oder Unsterblichkeit vielleicht auch für alle Menschen einen Vorteil darstellen würde, wird die Menschheit wohl in nicht allzu ferner Zukunft selbst erfahren. Jetzt seid ihr gefragt. Was ist eure Meinung zu diesem brisanten Thema? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden. Falls ihr neu auf unserem Channel seid, dann lasst uns ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.